Ganz gerne davon und harre der Dinge, die da kommen. Ich habe in den Pfarreianalen geblättert. Ich habe in den Pfarreianalen geblättert
und bin so auf ihr Jubiläum gestoßen. Ach so. Eine lange Zeit, für wahr, Respekt. Ja, drum prüfe, was sich ewig bündet. Ja. Bindet, Mensch, bindet. Ja. Bis jetzt hat die Glatte gehauen. Aber wann ist heute noch mal so tun, den ich mir prüfe? Ja? Aber, Herr Strottner, es waren in dieser langen Zeit bestimmt auch schöne Jahre dabei. Ja, ich geb's zu, ja, ich geb's zu. Die 3 Jahre russisch Kriegsfahrt. Also, Heiner, wie kann man sich dann jetzt so versündlichen? Der liebe Gott hat sie schon notiert haben. Für dich wird jetzt der Himmel gesperrt sein, au, au, au. Herr Pfarrer, ich hätte in der Beziehung gefragt. Wissen Sie, wir erwarten in der nächsten Zeit ein größeres Vermögen. Wenn wir dort die Kirche alles oder Großteil vermachen können, könnten wir dort mit einem Platz im Himmel rechnen. Ja? Bei Summe über 100.000 ist sogar ein Fensterplatz möglich. Probieren kann man es auf jeden Fall. 100.000 Euro oder D-Mark? Euro natürlich. Auch der Himmel geht mit der Zeit. Na endlich, Resi, das ist es. Da kann man rufen. Wenn es die jetzt so aus umhauen, den können Sie gleich die letzte Elend bringen. Was meinten Sie, Herr Strottner? Ich habe gesagt, der geistliche Kundendienst wäre gerade da. Prost. Ah, hallo, Herr Reinspazier. Mensch, endlich ist es da. Die Terrestante. Ich kann noch kälzig babbeln, wie mir die Schnabel gewachsen ist. Oh, ja. Oh, die Gastlichkeit ist auch verdreht. Aber das ist auch gut so. An Gottes Segen ist alles gelegen. Terrestante, hast du das Hundchen nicht dabei? Ach, das sag ich auch später. Da. Schon hast du Babbeln mit schon mitgebracht. Alles. Steckt dir die Weitfahrt daher eigentlich nicht mit noch? Ich mein, du bist ja okay, 35, ne? Ich? Ja. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ja, sollen wir dann gleich essen oder? Oh ja. Ich hätte nichts zu essen. Und alles so gut wäre wie mein Appetit. Und immerhin bin ich jetzt schon 7 Stunden unterwegs. Ja. Alle gut, dann gehe ich in die Küche, mach den Kram fertig. Ja. Wiedersehen, Herr Pach. Aber vorher das Beten nicht vergessen. Soll ich dir die Blume abnehmen? Ja, nehmen Sie da. Ich lese hinaus ins Bad. Ja. Ich werde mich jetzt verabschieden, ja, weil ich heute noch 2 Festtagsbesuche abzustatten habe. In Ihrem Beruf braucht man gute Leber. Aber wenn ihr nicht was
beruflich und privat alles so die Schlunde dünner gehen, gell? Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. In der Beherrschung zeigt sich der Mensch. Ah, ja. Häschen, guck mal her, mein Mann, halb mein Mutti, der und wir schauen gerade die Hände voll. Jetzt nicht? Das ist alle bei. Da Blumen haben ja Wasser gekriegt. Da helft mir doch mal jemand. Ja. Ein Himmel, Herrgott, sag das zu der Kaiser. Ich komm ja schon. Mach mir doch mal jemand die Idee auf. Verdammt noch wohl. Ach, Herr Paris, sind Sie noch da? Ja. Ei, nehmen Sie mal ab. Ich konnte jetzt nicht widerstehen. Ich hoffe, der Herr hat weggesehen. Tschüss, Herr Pache! Ach Sie, in der Beherrschung zeigt sich der Mensch, ja? Ja, und was sind da dabei? Ja. Pache sind halt arme Menschen. Jo, dann kann ich jetzt auch da bleiben und noch Suppe mitessen. Ja, der muss doch halt noch auf zwei Stationen, hat er gesagt. Du, der wird halt oben Sodbrenner haben wie ein Flammenfärber. Und dem viele Kuchen zeigst. So, Paris. Ja. Jetzt kommt die Suppe. Ja. So etwas hast du schon ewig nicht mehr gegessen. Ja. Super Kartoschka. Immerhin bin ich ja jetzt schon 23 Jahre. Ja. Aus der Pfalz fort. Ja. Schlapp er noch nicht so. Jo. Du, der Dialekt hast du aber nicht verloren in der Zeit. Kaum etwas. Auf unsere Muttersprache, da bin ich stolz. Das ist ein Stück Kulturgut. Ein bisschen schöne alte Worte sind schon die Grasbacher nun ergangen. Zum Beispiel Dollbohrer. Hallo, oder Fleischtische. Oder Babsack. So, es ist auch gerichtet. Jetzt fangen wir aus. Es ist genug da, greifen wir zu. Komm, Resi, machen wir die Gläser voll noch. Ja. Oder Paparazzi. Oder Heckenbock. Anna, das sind alles schöne Ausdrücke, aber am allerschönsten ist Schlange, Fotznalscher, Kribbelbisser. Was ist, sollen wir beten, wie der Pfarrer gesagt hat? Warum nicht? Das Beten wollen wir nicht vergessen. Wir danken dir für dieses Essen. Amen. Es wird bei uns die Lust entfachen auf noch weitaus besseres Sachen. Erhör, o Herr, mein Stoßgebet, dass die Erbschaft bald vonstatten geht. Hilf etwas nach in deinem Namen, dann geht's uns endlich besser. Ach, sind die Dampfnudeln so schön. Gell? Ach, also ich drehe sie so nicht hier. Ja, wie oft hast du dann schon gemacht? Ich? Ah, noch nie. Was ist denn jetzt mit deinem Hund schon, Terrestande? Hier. Das sag ich dann später. Samu, die Dampfnudeln, da sind ja halber kalt. Dampfnudeln müssen dampfen, das ist ja schon der Name. Dampfnudeln. Was sagst du, wann ich so etwas sehe?
Hast du schon einmal Ochsenschwanzsuppe gesehen, wo wedelt? Ich hab grad recht komm. Ajo, niemand hat bei hier gehockt und zugegriffen. Ich hab noch Wurst am Tisch. Mach du erst einmal ein bisschen langsam. Ruckzuck babbelt schon wieder rückwärts. Samuel. Ja. Also, dann lassen wir doch jetzt gehen. Ist doch wohl. Ja. Der Heiner sieht übrigens noch ganz gut aus. So hat mein Mann auch ausgesehen. Ah. Hat's bevor nicht gestorben. Das tut ja richtig gut. Das baut auf. Ja, da kann man nichts machen. Das ist gefährliches Alter. Heute noch am stolzen Rossen. Na. Und morgen voller Sommersprossen. Aber du brauchst schon Waffenscheu für deine Aussprache. Ich bin wie eine deutsche Eiche. Das ist nicht lach. Deutsche Eiche. Vielleicht ein pelzisches Fliederbähmchen. Die Schorneknischelche haut doch schon den glänzten Windtag um. Sagen Sie wohl, wie heißen dann Sie eigentlich mit dem Familiennamen? Vorhin bei der Begrüßung, da haben Sie es nicht so richtig verstanden. Wintergäste, Herr Wappler. Hä? Wintergäste! Wintergäste ist ja leicht zu merken. Das ist Gegel vom Zummerwetzen. Ich bin bloß froh, dass er keine Blume mitgebungen hat. Wer ist denn? Es hat nicht... Was? Ab hier! Es hat... Wohl! Ja, was? Mal, ist das getrunken? Wie soll so Feiertagsstimmung aufkommen? Nein. Ich kann nicht so drüber nicht machen. Meine Innereien waren schon immer ein bisschen schwach. Unempfindlich. Deshalb habe ich damals auch nicht zum Barras gemusst. Ich war in Griech. Bei der Artillerie. Ha. Hab mir keine Kesselfrescheier und Warmtücher mit dich brauchen. Es war tödliches Feuerwerk. Tödliches Feuerwerk, da hat's gebollert aus allen Ohren. Ach du lieber Gott. Auf der Ostfront, der Arsch verfroren, nix zu beißen. Komm ich schon noch hin. Jojo, das du holst du heut doppelt und dreifach noch. Ja, das kann man sagen, was der so weghaut wird da. Genau. Und das nicht nur aus Langeweile. Ja, du, sag mal, Heiner, was verdienst du hast du denn gehabt? Ich? Ich war Obergefreude. Obergefreude? Ha, du kannst es von Glück sein, dass du überlebt hast. Ja. Wieso das? Ah ja, auf die Hohe, da haben sie gern geschossen. Mein Mann war auch beim Militär. Gleich am Anfang hat er den Heimatschuss gekriegt. Da hat er keine Froh sein, dass er getroffen ist. Die dreier russische Schwangerschaft, die haben mir den Rest gibt. Nee. Da hat es heute noch draußen liegen, aber mir war alles gefroren. Alles steif gefroren. Steif gefroren, aber gerade alles, hä? Also, wer ist immer der Tiefkühltruhe in die Schlafstube stellen?
ans Ei gemacht. Ich werde mich schleichen. Du bleibst schön hocken. An so einem Tag wie heute, wo die Terrestante da ist. Hast du mit der nichts zu besprechen? Später. Ja. Ach, wenn ich etwas trinken, dann raus mit der Sprache. Ach, komm. Sind die Dampfnudeln so gut? Ach du, und der Tee, der ist ja so schön, ne? Gelb, ne? Ja, ganz recht. Die brauchen wir nicht zu dunkeln. Wie dunkel habe ich noch nicht am Hut gehabt. Oh, die schon Zeh gehabt und heute noch Zeh. Wie siehst du was, Herr Pelle? Ich war ein Frauentyp, war ich. Ein Frauentyp. Ach. Ich hab kein Blümchen schon mehr stehen lassen. Hört die Schäfer aus. Ich war früher sozusagen, will ich mich immer poetisch ausdrücken, war ich wie eine Fackel im Sturm, war ich. Was hat er gesagt? Er war eine Fackel im Sturm. So lang wie ich den kenn. War der bloße Funzel im Wind. Sie, die Standardste Schöpfer, einer ist die Wasserhaube runtergefallen. Ja, die ist gefallen bei Funzmädchen, Geheimtje. Ruhe jetzt! Ich kann's nimm ich her. An so einem Tag wie heute. Ist jetzt eigentlich gerade schade, dass niemand vom Herr Wappler sein Kuchen isst, gell? Aber der Mann sich jetzt aber Arbeit gemacht hat. Ach, ich mag das, gell? Ja. Ich hab schon viel gebackt, seitdem mein Mannische gestorben ist. Die hat's gut bei mir gehabt. Der hat ich als Moin schon den Kaffee ans Bett gebracht. Ja, das hat er heute auch alles gemacht. Ah jo, ich habe dann brauche nur noch so malen. Ja. Ach, du Liebe. So, Clay. Und schon eine Kuchen. Ach, du liebe Zeit. Der ist mir ja gar nicht hochgekommen. Ich esse gern Hefekuchen, auf Lied halt achten, das Ding mit mir. Jesus, ich habe da die Hefe gegessen. Also ich vertraue alles. Aber andere Leute machen, ich glaube, da hat mich ein Ledersack. Meine Blutwerte sind wie aus dem Bilde. Also sie kennen 100 Werte, hat der gemeint. Sag bloß. Was ein Bisch, was ein Bisch. Also du, vor 10 Jahre, du ist es mir schlechter gegangen wie heute. Was ist denn jetzt mit deinem Hund? Ja, genau. Ich muss es euch sagen. Was ist denn? Das fällt mir nicht leicht. Mein Herzblatt. Das mit der Mama-Platt.
Herr Wappler, jetzt aber. Jo. Das tut mir jetzt gerade nicht. Ja. Also, das war so lieb dir. Hol es nicht wieder, Anna. Nein, niemals mehr, auf keinen Fall. Mir kommt nichts mehr ins Haus. Niemals mehr. So ein Abschied, der fällt schwer. Das Gefühl kenne ich auch. Ich kann ihn gut noch fühlen. Ja. Das habe ich auch mitgemacht mit meiner Frau. Bloß war die ein bisschen größer. Nee, die Mama bleibt. Also, wenn ich das noch einmal mitmachen müsste, das hätte ich nicht überleben. Nein. Probiere, kriegt es. In der letzten Zeit habe ich alles gemerkt, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ah, das Gefühl kenne ich auch. Meine Frau war ja Seele von einem Mensch. Wir haben nie Huddel miteinander gehabt. Nie. Ja, war es bei uns auch nicht. Wir haben am Hochzeitstag hätte ich schon Huddel gehabt. War schon Zorges. Wieso? Es wollte absolut aufs Hochzeitsbild. Ah! Ah! Ich habe mein Hochzeitsbild auch dabei. Soll ich es mal zeigen? Ach was, Herr Wappler, lassen Sie es stecken. Was der Hosch bis da wieder von sich gibt. Und der paar Shopping so einer Brauereikugel drin hat, wer ist er nimmi, was er babbelt? Das ist das, was ich erlebe mit dem Hund. Ach, besser so wie umgekehrt. Ach Gott, vor lauter, lauter habe ich schon fast etwas vergessen. Was? Ich war nämlich gestern noch in der Stadt. Ja? Ja. Oh, was hat's denn da wieder ausgehängt, das Luderte? Wir haben immer etwas auf der Bank. Ach du, die junge Leid, gell? Die sind immer noch eine Überraschung gut. Oh! Du, Kugel, was ich euch kaufe. Oh, heil, ich wachte, was er heilig ist, Schatz. Komm, wenn du grad so... Ah, hallo, Mo. Ah, oh. Ich war verliebt. Dass es Ruhe gibt im Haus. Ach so. Ach. Du bist immer ein guter Mat. Ach, jetzt fällt mir gerade still vom Metz. Ich sage ja immer, Wunder gibt es immer wieder. Ja, und ich hoffe, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist. Das du ist ja wirklich eine angenehme Überraschung. Ich habe eine Überraschung für euch parat. Ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll. Komm, komm, da ist los, Junge, die Nacht ist gut. Mir fällt es nicht leicht, dass ich mir die Liebe so bringe. Ich stehe ja noch im Wort bei Eis. Ja. Also, wie mein Prinz hier eingegangen ist. Ja. War das Ihr Mann? Psst. Jo, ist ja gut. Also, wie mein Hund hier von mir gegangen ist. Und da habe ich sein ganzes restliches Futter ins Tierheim gebracht. Mhm. Und wie ich dann dort das ganze Elend von diesen armen Kreaturen gesehen habe. Ach Gott, die vielen herrenlosen Hunde und Katzen und Esel und Frettche und Papageien. Ich bin ein Tierschutzfrau. Jetzt unterbrech doch das, Therese, nicht. Ach, wo war ich dann jetzt? Bei Papageien. Also, wie gesagt. Wie ich dann dort die ganze Armut gesehen habe. Und da habe ich welche Knie und ein offenes Herz gebetet. Ja. Ja. Und dann der Direktor von dem Hannoveraner Tierschutzverein, den habe ich dann gleich zu mir heim bestellt. Ja. Und dann sind wir zusammen zum Notar.
wieso zum Notar? Psst! Ach ja, ich muss es euch sagen. Ich hab mein ganzes Vermögen. Ja? Im Tierschutzverein vermacht. Rechtlos alles. Oh Gott, mein wird mir schlecht. Oh Gott. Ach ne. Ach. Sag bloß. Das ist mit Abstand die größte Überraschung des Lebens. Ach. Das stellt ja alles in den Schatten. Das ist der Fensterplatz im Himmel Afert. Was sollen wir dann tun noch, Sir? Hitsch doch, wenn ich ins Kenner ans Rieschen denke, der Ries. Ich komme es nicht leicht gemacht. Nee. Aber wie ich die ganze Armut von deiner armen Kreatur gezogen habe, da ist sozusagen mal soziale Ader geplatzt. Ich platze auch klein! Ja. Was ist mit dir los? Machst du Joghurt, oder? Was ist denn los? Wer zahlt fürs Mittagessen? Das hört nichts, das hört nichts. Mit deinen musikalischen Ohren schitzt er da. Ich muss ihn nur in den Keller. Ich lass draus die Tür auf. Du hörst ihn doch nicht klingeln. Sag mal. Hallo. Ah, das sieht und hört ja nix. Ich bin's doch, der Wappi. Ich glaub, die hat Valium geschluckt oder so etwas. Oh, aber ganz schön. Oh, ist das schön. Ach, wenn man schon die Tochter nicht unter die Finger kriegt. Oh, dann wenigstens die Mutter. Oh, Morgenstund hat Sex im Munter. Ach Gott, ich muss ja aufhören. Schon verteile ich am Schluss noch die Aue und ESA. Ist doch Babel, was das da? Da lebe ich noch ein paar, vier Wochen davon. Glaub nur nicht, dass ich den neuen Teil verknippelte Bäckere auseinander verknüppelte. Es wird Zeit fürs Mittagessen. Ich meditiere. Geh mir bloß auf mit Tieren. Ich trete aus dem Tierschutzverein aus. Hätte ich vorhin können ruhig ein bisschen weitermachen, ein bisschen länger machen. Mir hat's gelangt, ich war lang genug im Keller. Ja, wer redet dann vom Keller? Du Sexwolf in der Rheumatik. Na, dann komm. Ach, genau, wie du früher warst. Du Sinnlichkeitsrambo, du. Was ist denn los mit dir? Ist doch die Sicherung durchgebrannt, oder was? Da brecht ja nur der kalte Schweiß aus. Von all die Scheier brennt. So war sie schon immer. Alles hast du angefangen und nichts hast du fertig gemacht.
ist eine Liebe. Ewig zielen und nie abdrücken. Das wäre der Heilig-Geist-Gewässer sein. Oder du hast Hallo, Halli, Halluzination oder was? Hast du vielleicht vorhin den Abschluss auf Stegelos? Ja, warum denn nicht? Bist du nicht geglaubt, oder was? Warum verhust du? Nichts Besonderes. 18 senkrecht. Hinterhältisches Frauenzimmer, 6 Buchstaben. Das ist doch leicht. T.H. Terris. Terris. Die ist schlecht, Geierwalli, die ist schlecht. Das ist aber ein Schlag ins Konto, ich kann das auch. Ich habe ja mit allem gerechnet. Aber mit so etwas nicht. So etwas Hinderliches kann nur von deiner Verwandtschaft sein. Es wird Zeit, dass die Generation aussterbt. Jetzt können wir alle leer schießen in den Hohen. Nein. Dem Resi hätte ich ein Auto so gegönnt. Ach, nee. Ich bin bloß froh, dass wenigstens da oben was steht. So kann man sich in den Menschen teilen. Die soll man bei der Schwell nie mehr im ganzen Leben nicht mehr betreten. Das niedersächsisch Kuhkuppet, kommt das da her? Ich kann von mir aus im Tierasyl Kaffee saufen. Das Muskeltunnel ist traurig. Alles wie Samen geht! Nein. Ich mein gar nicht jetzt gehauen. Des Tages hat schon so lebt gar die Kränke Pons gehabt. Ich bin bloß froh, dass so eine Tasche nicht in der Pons wohnt. Des Tages, das kennt der Schwester zu deiner Mutter sein. Oh, guck mal bloß, denn ich bin geladen bis oben hin. Wie ist Stalin, Alter? Ey, Klick, hat der Wappler gestern sein scheiß Kuchen mit Helm genommen. Den hätte sie nämlich auch noch gefressen. Der Frecker von Hund hat die ganze Katastrophe ausgelöst. Der Teufel soll ihn holen. Deine vierbeinige Erbschleiche. Denn da kriegst du noch nicht mal ein bisschen anders vorgestellt. Oh. So ein Reinfall, so ein Waterloo. Das war ein Waterloo. Ja. Da komm ja schon zur Waterklo. Ich mein ja gerade, dass der Wappler gestern dauernd so dreckig gegrinst hat. Du kannst in Zukunft deinen Kellerschlüssel bei der Bahnhofsmission abgeben. Bei mir nimm ich. Was ist das weh? Wie dem Terris, die der Teufel ein guter Fang macht. Wie dem Satan im Seidekleider. Kommt jetzt weit so weit her, dass er eine Hoibsbotschaft zu überbringen darf. Ich freue mich bloß von Gleiten nur die Gerechtigkeit. Am liebsten dich ja noch aus der Kirche austreten. Dass unser Herrgott so etwas zulässt. Komm mir bloß nicht! Wenn du sterbst, stehen wir da ohne Parre. Da könnte ich die Gänse auf den Waldfriedhof zerren. Wenn ich dem Pardo ein Blatt voll Dampfnudeln machen, die ich vielleicht dir das völlig machen darf. Wenn ich so etwas schon her und wenn ich von dir sterbe, du kannst doch keine Dampfnudeln backen, du. Du bist ja ein Bixenwärme.
Ich glaube, dass ich aber lieber den Jordan gehe, meine innere Stimme. Och, deine innere Stimme, das werden Blähungen sein. Wenn es rum ist, ist es rum. Bloß wenn es soweit ist, soll es schnell gehen. Ja. Nur im Tod soll alles besser werden, haben sie gesagt. Ja. Wenn du dich verbessern kannst. In den Himmel kommen. Das ist nicht lach. Du und in den Himmel. Wenn man keine Kirchensteuer mehr bezahlt, dann ist es mit dem Himmel rum. Du kommst in die allerunterste Hölle. Ich lass mich mal verbrennen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mal mache. Ich weiß noch nicht, ob ich mich verbrennen lassen oder beerdigen. Das weiß ich noch nicht. Ich steh zwar los, dich erst verbrennen. Dann lass ich dich beerdigen. Wer sich sicher ist. Genau zu dir. So bist du, Pariser Seher. Ich kann dir nicht mehr zuhören. Ich geh raus und schaff mich am Abend. Jetzt protzt mir. Oh, was bleibt mir drauf? 3 senkrecht italienische Stadt mit 6 Buchstaben. Oh, das ist immer da, immer wieder drin. Neapel. Neapel, Zehen und Erben. Heifendeckel, nichts war's. 17 waagrecht. Hessisches Gebinde. Das ist ja schon wieder. Hessisches Gebinde. Angel! Angel, das hört mir nicht, das da, wo ich hinkel da. Hessisches Gebinde, ausgerechnet jetzt hessisches Gebinde, das Grüne. Gemäuern Sie zusammen? Ja. Ah, du bist schon alle. Sind die Mädchen nicht da? Ja, ja. Es ist im Moment gerade nicht da, es putzt. Was? Putzt, wollte ich sagen, putzt. Was hast du denn dabei? Kranzkuchen, das siehst du doch, dass das kein Möhrekäppchen ist. Gemein, Frau Strutter. Das ist schwer. Du, das ist nicht leicht, der ist gefüllt. Wabi, ich könnte dir Kuss geben. Ich könnte mit dir tanzen. Ja, was hast du? Ah, ich suche alles, ich suche alles. 17 Waagrecht, hessisches Gebinde. Und du bringst so her Frankfurter Kranz. Ja, ich hab dir den Engel geschickt. Das auch noch! Schäb, Herr Schössinne. Doch, eine ausgesprochen homogene Einheit. Der Wappi hat den kleinen Kuchen gekauft. Ah ja, der ist für euch. Ja. Den habe ich ein bisschen billiger gekriegt. Ja. Der ist nämlich noch von vorgestern.
Aber für so dunkel geht er nicht. Ja, ja. Das wird ja immer doller daheim. Wo soll dann das noch Ende heulen? Oder soll ich Heidi zu der sagen? Ach Gott, wo ist euer Tochter? Aber deine Tochter fehlt gerade. Ja, langt Ihnen der Heiner nicht? Sie ist sexueller Werwolf. Oh Gott, was ist denn los? Einfach Strümpfe. Also kenne ich sie ja gar nicht. Jetzt, das ist mir noch nie passiert. Frau Stuttner, gucken Sie mal. Wollen Sie nicht hier Kaffee machen? Ich meine, der Kuchen, der steht da und wartet auf, dass er gedumpt wird. Anna, hopp, hopp. Oh, Heiner, du hast mir vielleicht was geschafft. Ja, du, langsam, du, Samo, ja. Ist das deine zweite Frau, gell? Ja, das ist die zweite. Schon zweimal Pech gehabt mit meiner Frau, mit meiner Ehe. Ja. Die erste ist abgehauen, ja. Ja, die zweite ist geblieben. Ja. Hat mir ins Ohr gespritzt. Lass nur, die beruhigt sich wieder. Das dauert ein paar Tage immer ein bisschen. Weißt du, die hat die Hülsenfrüchte kommen gerade. Ja, was ist das? Ja, so eine Apps. Oh. Schnell gebe ich mir nicht aus dem Nichts kommen. Was ist los mit euch? Sind ja überreizt oder was? Eure Wechseljahre sind doch längst rum. Wann haben wir so lange Fernsehen geguckt? Naja, ich habe heute Morgen schon ein Unterhaltungsprogramm gebot gekriegt. Musical war auch gesagt. Musical? Ja. Was ist das für eins? Tanz der Wampentiere. Das ist aber nicht der Kuchen von gestern, oder? Und Vater, wie sieht's denn aus? Hast du was? Ja, einfach ist nicht leicht, aber Frau Stuttner, was machen wir denn jetzt mit dem Kuchen? Nehmen Sie doch mal Bohnenkaffee, wo ich gestern zum Malen mitgebracht habe. Mensch, alle hopp, gib dann herzlich Stoß und vergesst den Kram da. Der Fahrkartkauf hätte Bus. Ja. Was will man dann machen ohne Auto? Ach, wenn das gestern geklappt hätte, hätte ich mir Jaguar gekauft. Der Kommissar, zum ersten Mal in der Geschichte der Biologie hat eine Zwerchschnauze Jaguar gefressen. Ich habe die Sache unwillkürlich mitgekriegt. Ach Gott, war das peinlich zum Schluss. Das war sogar peinlich für mich. Einfach so ein Familienschock, der hätte auch keine daheim bleiben. So ein Auto fürs Rieschen, das wäre schon schön gewesen. Gell, Rieschen, du hättest mich ab und zu mitgenommen. Jo, Herr Wapple, Sie als Knoppe, das ist doch Ihre Sache. Bist du gut, Mehre? Oh, das hat mir aber gerade noch gefehlt. 50 waagrecht. Anderes Wort für Impotenz.
anderes Wort für Impotenz, 5 Buchstaben. Ja, es geht neu. Ja. Sense. Gerade so, wie wollen die gekochte Spaghetti als Sauce oder verwenden? Ich darf erst nicht rausstehen und dem Kuchen schon die Hälfte fehlt. Also schon ein paar Stücke gedunkt. Ich bin ja halt neue Wachwaffe, lauter Hunger. Wachwaffe, Hunger, das passiert bei uns bei meisten Besuchen. Die werden auch nachts Wachwaffe, Hunger. Ne? Geht's schon wieder los? Hä? Geht's schon wieder los, wann ich dich wehe? Wärst ganz schön dusmo. Das Therese, ah, das könnten wir zu der Bundeswehr schicken, wo man hier etwas des Granaten loslässt. Erinnere mich bloß nicht dran. Ach Gott, ist der Kuchen so trocken. Dann muss man aber lang und tief genug dunkeln, um Gottes Willen. Da ist so hart, das ist vielleicht Marmorkuchen. Samo! Ah jo, und was dann in die Tasse blubst, kann man später mit dem Kaffeelöffel raus essen. Oh, hören Sie auf, da bindest du mir die Fingernägel um. Ich esse meine Drucke. Ja, eher vielleicht, aber nicht ich. Ich habe ein gewaltiges Problem mit meinen Zähnen. Die rutscht mir immer seitwärts in der Schnute weg. Ja. Und dann sieht's aus, als ob ich grinse tät. Ach Gott, da habe ich Ihnen gestern Unrecht getan. Ja, ich weiß nicht, um was es geht. Da müssen Sie schon entschuldigen, ja. Ich weiß ja nicht. Herr, schafft noch neu. Und dann Kuchen esse ich keine du. Mir ist ja ein Leberwurst beim Schiss mir lieb. So hat jeder in der Ehe seinen eigenen Geschmack. Aber die Hauptsache ist, man ist glücklich miteinander. Wir waren hart glücklich miteinander, gell? Bis wir uns kennengelernt haben. Ich hab mit der schon etwas mitgemacht, ja. Ich kann ein Buch schreiben, so dick wie die Bibel. Ha. Meine Mutter hat mich immer gewarnt. Ja, ja, wenn ich immer gewusst hätte, was auf mich zukommt. Wenn ich auf all die Jahre zurückguck mit uns, hat's mehr Schatten wie Licht gegeben. Schatten Licht? Mensch, andere Frauen hätten eine Flutlichtmast geheiratet. Ich hätte mir selber besser keine Kuh ins Haus geholt, bloß für nur mal ab und zu ein Glas Milch zu kriegen. Ich habe noch keine männliche Kuh gesehen. Ich war Ochs, dass ich mit dir überhaupt so lange ausgehandelt habe. Heute ist so spät. Was wärst dann du all der Stelle auf der letzten Tag noch verhoben wollen, hä? Hopp, hör auf. Euer Rest, ihr werdet ja schon ganz blass. Ei, weil das Meer so schön die glatte Haut hat. Ah. Ei, da kennt man hier noch motorisch, wer auf die alte da. Ah, die Jugend, die merkt man nicht noch an der Haut. Roger, das ist das Fleisch noch fest und die Muskeln noch stabil. Jo, und das ist ja wie bei deiner Frau. Was soll denn das heißen? Jetzt geht mir ein Licht auf. Tag der offenen Tür, schamlos ausgenutzt. Du zahnloser Lustmolch, ich heiße dich!
Ich hol dir den Peterblock. Ja. Er muss hinter dir. Hier muss ich immer stehen. Oben auf dem Regal. Jetzt fängt das ganze Theater wieder von vorne an!